Gerne mal schreiben, was man noch so zocken kann. Little Big Planet 2 werden wir noch machen. Nur das habe ich überhaupt noch nicht. Da muss ich mir unten. Also das muss ich noch besorgen, kaufen. Damit ich das dann zocken kann. Okay, so hat das Dach natürlich auch eine schöne Funktion. Sieht natürlich wunderschön aus. Ich gucke mir jetzt mal das Haus von Weitem an. Hier ist noch ein bisschen zu dunkel. Aber wenn man hier auf diesen schönen. Muss ich mir echt mal vorstellen, ey. Man hat so ein halbes Holzhaus und hat überall Fackeln. Ich glaube nicht mal, dass man da lange drin rumhängen kann. Resident Evil 5 haben wir schon durchgezockt. Ja, sieht doch schon mal sehr, sehr geil aus. Hier unten haben wir noch zu. Ich meine, wenn einer Little Big Planet 2 über hat, der kann es mir auch gerne leihen. Ich schick's dann zurück. So. Ach ja, genau. Bevor ich in die Hölle gehe, mache ich noch eins. Ich habe nämlich gerade noch so viele. Obwohl, Holz habe ich nicht mehr. Scheiße. Und zwar will ich hier einen Tisch haben. In die Hölle gehe, in den Dungeon gehe. Habe ich Hölle gesagt? Egal. Hier kommt mir ein Tisch mit einer Bank. Die Bank, die es falsch rum ist. Schaf auf dem Berg. Bringe mich nicht in Verlockung, das zu rasieren. Mal doppelt geklickt. Nochmal. Ach ja, danke für die PN. Ich gucke mir die wahrscheinlich, ja, vielleicht gleich noch, aber ich habe eine Menge PNs noch vor mir. Aber ist bestimmt mal geil. So, und hier kommen jetzt noch Schilder dran. Alter, doch vier. Naja, ich habe nicht mehr genug Holz dafür. Moment, ich habe vier Holz. Vier Holz habe ich noch. Oh, nicht verbauen. Ich brauche Sticks für Schwert. Zwei rein ganze Blöcke und dann Half Steps. Oben auf dem Dach oder hier oder wo oder wie? Genau, ich habe noch ein Schild in der Truhe. Vor allen Dingen, weil ich jetzt vier Stück brauche. Aussortieren tue ich nach hinten. Genau, da ist das Schild. Wie ich die schönen Truhen aussortiere, da muss jetzt nicht unbedingt jeder sehen. So, mein Iron Sword. Was brauche ich noch in der Hölle? In der Hölle, im Dungeon. Auf jeden Fall eine Spitzhacke, eine Schaufel. Ich denke mal, noch eine Schaufel mache ich mir. Und den Rest lasse ich dann gleich einfach mal hier oben in irgendeiner Truhe. Ja, Borderlands, ich meine, das fand ich eigentlich ganz geil. Das habe ich, ich glaube, bevor ich Let's Plays gemacht habe, auf Xbox gezockt. Zwar nicht ganz durch. Mann, wo ist es? Schaufel habe ich. Genau, Fackeln bräuchte. Ja, super. Ich habe noch 5 Sticks. Da geht ja mal richtig was. 40 Fackeln. Redstone-Fackeln nehme ich noch mit. Kann ich nicht. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Holz. So kann das nicht gehen. Weil bringt auch nichts, wenn ich dann im Dungeon bin. Stück drin und dann kein Holz mehr habe. Keine Fackel mehr habe. Aber man sollte sich eine Axt machen. Genau. Schreibt dann auch. Gut aufgepasst. Nein, jetzt habe ich keine Sticks mehr für eine verdammte Axt. Ja, Stickmangel. Ein Problem, was jeder mal hat. Dass er nicht genug Sticks in der Tasche hat. Ich weiß, dass ich keine Axt habe. Was macht man denn am Anfang, wenn man neu anfängt? Da hat man auch keine Axt und so viel Holz brauche ich nicht. Das gibt ja schon einige Sticks hier.
Ja, wenn GLP im Livestream ist, Problem, weil, wie gesagt, Skype ist noch nicht mit XSplit verbunden. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit rumhampel und dann müsste ich ja Skype-Fenster ja auch aufmachen, so eine Scheiße, dann wird es halt stören und nachher klappt es nicht und dann mache ich lieber mal ganz in Ruhe. Ja, danke für die PNs für Battlefield, gucke ich mir nachher an oder vielleicht auch morgen. Aber ja, morgen ist noch eine Umfrage auf meinem Kanal, zwecks Minecraft. Nicht auf meinem Kanal, sondern auf meiner Website. Boah. Ach ja, das gibt richtig viele Sticks, ne? Sehe ich gerade. Ja, sauber. Ey, ohne Scheiß, ich habe gleich keine Kohle mehr. So quasi, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Redstone brauche ich noch. Und Redstone-Fackeln. Ich glaube, viele fragen sich bestimmt, wofür ich Redstone-Fackeln mitnehme. Ich nehme die immer, um damit Gänge zu markieren, in denen ich schon drin war und wo nichts mehr zu finden ist, um sich einfach ein bisschen besser in dem Dungeon dann zurechtzufinden. Ist eine ganz gute Technik. Gut, man könnte auch theoretisch alle Fackeln nur oder eine Fackel in der Mitte stellen oder was weiß ich. So, und jetzt die ganze Scheiße hier mal rein. Blümchen, Redstone-Fackeln, komm hier hin. Ich glaube zwar nicht, dass ich so viele Fackeln brauche, aber was man hat, das hat man. Mein Bogen auf jeden Fall. Glaszäune, rasieren tue ich da unten auch nichts. Im Inventar sind noch Sticks? Ne, eigentlich jetzt nicht mehr, oder? Ich brauche jetzt aber auch im Moment gar keine Sticks mehr. Splinter Cell ist auch ein sehr geiles Spiel. Ich weiß nicht, einen Teil habe ich auch gezockt. Aber ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Ohne Scheiß. So, nächste Frage an euch. Ich habe ja hier einmal einen Dungeon. Oder unten an der Spinnenfarm. Ist hinten auch noch so ein Weg. Nimm zur Sicherheit Holz mit. Ich habe kein Holz mehr. Glaube ich. Das reicht, aber ich habe genug Dinger. An der Spinnenfarm rein. Warte, wir machen das so. Oben oder unten einsteigen. Also Dungeon 1 oder Dungeon 2. Ist, glaube ich, einfach zu schreiben, oder? 1 wäre oben, 2 ist unten. Aber ich sehe gerade, unten und Spinnenfarm ist eindeutig öfter, also werde ich jetzt einfach mal runterfahren. Boah, da muss ich zugreifen. Na toll, so viel war das jetzt auch nicht. Ich hätte mehr erwartet, aber wie gesagt, ich parke mich mal da eine Stunde und dann nehme ich das auch mal auf in Ruhe. Go! Ab in den Dungeon. Hier sind auch meist Skelette. Ah, genau, nicht Dungeon, Cave. Hier geht's zum Cave. Einfach eine Wand gebaut. Aber das muss jetzt gleich irgendwo enden. Man sieht nicht mehr so viel. Ha, da sind wir doch. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, was zu essen, aber das ist mir jetzt eigentlich auch Latte. Und zwar ging das hier irgendwo in einer relativ großen, hier unten. So, welcome to the dungeon, to the cave. Nein, ich will mich doch nicht direkt wehtun. Mein Leben soll lange halten. Jetzt pass auf, jetzt ist hier nur ein Raum oder was? Das wär's. Auch gut, hatte ich hier überhaupt nichts. Boah. Boah. Geh weg. Ey, Alter. Spawnt einfach ein Creeper.
Hallo. Oh, er wird dick. Bam. So, jetzt gerade kann ich nicht so doll auf den Chat achten, weil ich hier ziemlich... Boah, Kohle ist aber hier wieder einiges, ne? Dann baue ich direkt mal ab, hör mal. Da ist es. Vielleicht haben wir noch eine actionreiche Musik. Ich glaube aber, die ist irgendwo versteckt. Obwohl, so actionreich ist Kohle abbauen jetzt auch nicht. Kohle abbauen, actionreich. Hier ist wer gefährlich. Hier ist ziemlich viel Dunkles in der Nähe. Da hinten nämlich, das ist alles noch dunkel. Ja, stimmt, da war Eisen. Habt ihr recht. Hä, das meint ihr, oder? Das habe ich nicht gesehen. Ich meinte eigentlich anderes. Genau, meine Rohstoffdetektoren. Sonst war aber nichts mehr, ne? So, da braucht schon mal keiner mehr hin. Und hier ist noch Eisen. Aber gut, da kam der Creeper auf mich zu. Was kapiere ich nicht, weil ich keinen... den Unbekannten nicht schaue. ihr wisst schon, wen ich meine. Wie bei Harry Potter. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, und ihr wisst schon, wen ich meine, gucke ich auch nicht. Weil ich will in keinster Weise von irgendjemandem beeinflusst werden. Gut, ich habe zwar jetzt so meine eigene Welt im Kopf, weil ich so baue. Und bald mache ich auch Let's Show Your World. Was heißt bald? Das sag ich schon die ganze Zeit. Also irgendwann mache ich das mal. Könnt ihr mich nicht festnageln. Und merkt euch mal den Weg. Geht auch so gut. Kann mir noch ein bisschen drehen, so alles klar. Nee, ich schaue nicht bei meinen Brüdern zu. Also wie gesagt, ich schaue mal rein und guck mal so, was die so labern. Aber so richtig, was die bauen. Moment. Komm, mach nochmal ein Geräusch. Guck ich mir nicht. Genau, ich mach GLP nach. So, aber hier war doch nichts, ne? Hör mal. Echt, da kickt er die, wenn man den... Ihr wisst schon, wen erwähnt. Vielleicht mag er ihn nicht. Oder vielleicht hat er ihn auch schon zu oft gehört. Ich finde, man wird auch ziemlich schnell immer damit verglichen, was natürlich auch in manchen Hinsicht nicht schlecht ist. Aber wenn man das dauerhaft hört oder liest, dann kann es natürlich auch nerven. Aber mir ist das eigentlich relativ latte. Ich bin da ziemlich entspannt. Entspannt bin ich da. Wo sind denn die Gegner? Hier sind gar keine Gegner mehr. Ach, ihr wisst schon, wer meint, ihr sollt aufhören damit? Ey, das ist cool, wenn man den so nennt. Voll der Böse so.